Ja, schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Savage Scooters. Wir sind heute bei mir auf dem Prüfstand. Wir haben heute was vor. Wir wollen nämlich die Resi Touring Box, kann man nicht sagen, den Resi Touring Auspuff testen und mal schauen, zu was er sich da herausmausern kann. Es geht um den Roller. Mit der Box hat er 31 PS, mit der Nessie hat er 35 PS und mit der Resi hat er knappe 39 PS. Also wir werden mal gucken, wo der Auspuff sich so einpegeln kann und wo er sich so hinstellt. Und ich bin sehr gespannt und ja, schauen wir mal, wie das so heute verläuft. Viel Spaß beim Video! So, der Lauf ist vorbei. Ich habe vorher schon ein paar Läufe gemacht, ein bisschen zum Warmfahren und zu gucken, so, ob alles in Ordnung, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und das hat funktioniert. So, jetzt ist der Lauf vorbei, also der Messlauf, der eigentliche Messlauf ist jetzt vorbei. Und wir haben folgendes Ergebnis. Wir haben mit dem Resi Tourer 35 PS und 34,6 Newtonmeter. Das ist schon recht anständig. Ich erkläre euch jetzt mal ein bisschen was zur Kurve. So, ich blende euch jetzt parallel ein bisschen die Kurve mal ein. Was wir hier sehen ist, dass diese Resi Touring oder dieser Racing Touring Auspuff so ein Mittelding zwischen Box und Reso Auspuff sein sollte. Und wir sehen im klassischen Anstieg so bei 4000 Umdrehungen, dass ja, da noch ein bisschen schwach auf der Brust ist mit 12 und 14 PS. Wenn es dann so in den Vorreso-Bereich hier oben an den Anstieg geht, da sind wir so bei knapp 18 PS und liegen so bei etwa 24 Newtonmeter. Also die Newtonmeter sind eigentlich sehr, sehr schön und die sind auch sehr, sehr stramm. Dann kommt ein schöner Anstieg bis auf, was haben wir denn da ungefähr? Ja, da haben wir ungefähr 35,2 PS. Also die Kurve sieht einer Reso-Anlagenkurve deutlich ähnlicher als einer Boxkurve. Jetzt mache ich euch mal die Kurve von der Nessie dazu. So, und da seht ihr, dass die Nessie charakteristisch deutlich früher anpackt, deutlich früher mehr Leistung entwickelt, deutlich mehr Drehmoment auch im unteren Drehbereich hat, aber oben dann raus so bei, naja, sagen wir mal 6800 Umdrehungen. Ja, da verlassen sie dann. Die Charakteristik der Nessie ist also eine völlig andere als die der, des Resi Tourers. Ja. Ich komme mit den Auspuffanlagen, mit den Namen noch nicht so ganz klar, weil ich da einfach noch keine Übung habe. Also sprich, die Anlagen zuzuordnen. Ja, also ich werde mich auch bestimmt das eine oder andere Mal versprochen haben. Bitte um Nachsicht, ich muss diese Anlagennamen mir erst drauf schaffen. Ja, das sind so die beiden Vergleiche zwischen Resi Tourer in Rot und Nessie Posch Performance in Schwarz. Für mich steht fest, dass ich den Nessie Auspuff fahren will, weil der mir deutlich untenrum deutlich mehr Leistung und deutlich mehr Potenzial hat. Er macht allerdings auch früher zu, sodass ihr sehen könnt, dass so bei knapp 7000 Umdrehungen Schluss ist. Das reicht für mich, weil ich will mich nicht im oberen Drehzahlbereich zwischen 7,5 und 10.000 bewegen. Ihr seht, ich habe da hinten raus auch wirklich stehen lassen bis 9500. Ich habe auch mal einen Test laufen lassen. Ich kann mal gucken, ob ich den noch finde. So, ich blend euch hier jetzt nochmal die Kurve ein, die ich vorher gefahren bin. Da seht ihr, ich mache die Nessie mal weg. So, das war eine der ersten Kurven, die ich gefahren bin. Da lag das Ganze auch noch ein bisschen besser, bei 0,5 PS mehr. Ja, also der Tourer-Auspuff hat tatsächlich ein bisschen mehr die Charakteristik wie ein typischer Resi-Reso-Auspuff. Ich bin mir nur am Versabbeln hier. Ja,
Lässt sich aber bestimmt auf der Straße gut fahren, aber es ist halt hier so gerade in dem Bereich, werdet ihr schon einen richtigen Punch merken. Das ist nicht so eine gleichmäßige Leistungsentfaltung, die kommt schon ein bisschen ruckartig. Nicht so heftig wie bei anderen Reso-Anlagen, aber da werdet ihr doch deutlich bei 5200, 5300 Umdrehungen, werdet ihr doch deutlich, sagen wir mal, den Schub im Popo spüren, wenn das Ding nach vorne schießt. Ansonsten ist das eine sehr harmonische Kurve, sehr schön. Gefällt mir sehr.